So, willkommen zu unserem diesjährigen Unboxing der Feuerwerksbestellung. Dies Jahr haben wir bestellt bei Tosch Büro und der Feuerwerksvitrine. Insgesamt müssten das 8 Pakete sein. So, schauen wir mal, was wir Schönes haben. Mach mal die Seite. Das sieht doch schon mal nach was aus. Grandios. Richtig schöne Pakete. So, den machen wir jetzt nacheinander auf. Ich denke mal einen Lieferant nach dem anderen. Ja. So, wir fangen an mit der Feuerwerksvitrinenbestellung mit Paket 1 von 2. Eigentlich sollte eine VE der Lager kommen von FuroArt. Hier steht jetzt Delling drauf. Hoffentlich ist das nur eingepackt. Aber ich meine, die Lager habe ich größer in Erinnerung, also die VE. Schauen wir mal, ob die jetzt die drin ist oder die andere. Oder wir sind mal gespannt. Ja? Also eigentlich habe ich eine Lager-VE bestellt, keine Delling, aber... Das gute Stück. Oh, hier ist alles Mögliche drin. Also mal gucken. Das kann sogar sein, dass die hier noch dabei sind. So, also war das nur Verpackungsmaterial. Mal wieder. Firezone, die haben wir auch bestellt. Da sind sie doch. Wieso kommen die ausgepackt? Das verstehe ich nicht, aber gut. So. Also. Boah. Haben wir viermal, beziehungsweise einmal sogar eingepackt. Fünfmal das Firezone Bombenrohr. Ich gucke gerade mal, was wir hier haben. Netto-Explosivmasse 41,7 Gramm. Also für ein Bombenrohr schon recht ordentlich. Ich glaube, die Diamond-Bombenrohr waren so 55 oder so. Das ist ein schönes Gerät, ja. Und so ein richtig geiler Holzstandfuß. Also da kann man mit arbeiten dann. Wenn wir uns dann eventuell mit unser Uhrfeuerwerk einbauen. Mal schauen. Bin mir da noch nicht so ganz sicher. Manche sind ein bisschen schräg, aber müssen wir mal gucken. Vier Stück haben wir erstmal so. Die ist auch ein bisschen eingedrückt. Also ein bisschen doof gepackt, aber naja, gut. Aber ich freue mich ja, dass das alles auch schon am 29. kam. Hier ist dann nochmal eine. Einmal in der Verpackung. Die sieht auch noch sehr gut aus. Eine zünden wir einzeln. Die anderen vielleicht im Ruhefeuerwerk oder einfach so gefächert. Mal gucken. Das Firezone von PyroArt. Fünfmal. So, da haben wir noch ein paar andere schöne Geräte. Naja, hier die Delling. Deswegen haben sie vielleicht die Box genommen, haben die anderen rausgeholt. Haben wir zweimal. Ist auch von PyroArt. 25 Schuss Fächerbatterie. So, dann gucken wir mal, was die so an Explosivmasse hat, wenn es dann draufsteht. 158 Gramm. Also ich glaube, die war jetzt im Angebot für 7 Euro irgendwas. Da musste ich dann nochmal zwei mitnehmen, also klasse Angebot. Zwei Stück. Eigentlich fehlt die so ein bisschen auseinander. So. Da kommt als nächstes von Vulkan die Fiesta. Das ist auch ein Hersteller, den es zwar jetzt schon ein bisschen auf dem Markt gibt, aber wo wir noch überhaupt nichts von haben. Netto-Explosivmasse 200 Gramm. Hier steht Jahr 2013. Ich bin mal gespannt, also wird alles aufgenommen, online gestellt, vor allen Dingen die Neuheiten, beziehungsweise das, was auch für uns neu ist, das sind ja nicht alles nur unbedingt Sachen, die neu rausgekommen sind, aber die wir jetzt noch nicht kennen, wie es auf unserem Kanal noch nicht gegeben hat. So, dann haben wir hier die, auch von Vulkan nochmal eine, Dr. Pyros Chaos Maschine. Was hat die Schönes? 268,8 Gramm. Also ich glaube, die hatte ich mir angeguckt. Die fand ich sehr schön. Bin ich mal gespannt. Ist auch
schon wieder im Gegensatz zu der Fiesta einfach ein ordentlicher Klopper. Und dann haben wir noch was von einer weiteren, von einem anderen Hersteller, den wir noch nicht probiert haben. Von Gao Fireworks. Die gibt es ja auch schon, ich glaube, seit 2012 oder 2013 bei uns auf dem Markt, aber wir kamen einfach irgendwie noch nicht dazu, was von denen zu testen. NEM von 139 geschossen. Ist auch schon ein ordentliches Gerät. Wenn man kriegt, war auch nicht so teuer. So, das war praktisch eins von zwei von der Feuerwerksvitrine und das nächste. Servus Leute, willkommen zurück beim unserem Silvester-Unboxing 2015-2016. Wir sind bei Karton 2 von 2 von der Feuerwerksvitrine und wir schauen mal nach, was wir Schönes drin haben. Sehr gut verpackt. Vielen Dank übrigens nochmal an Feuerwerksvitrine dafür. So. Okay, das sieht aus wie eine VE. Das ist aber anders. Und was haben wir da? Sechsmal. Honier. Keine Ahnung. Ich glaube, die war nicht bestellt. Nein. 12 Schuss, Pulvergewicht 270 Gramm. Was sollte hier eigentlich drin sein? Ja, eigentlich haben wir die VE Lager bestellt, also 10 mal die Lager. Und jetzt ist jetzt haben wir 6 mal die Honier. War so nicht eingeplant. Feuertopf zu roten und grünen Blinkbouquets. Schauen wir uns nochmal das Video an, wie das dann ist. Genau. Ob wir das auch verwerten können. Zum Glück habe ich aus dem Vorjahr noch 4 Lagers, die ich ins Finalfeuerwerk einbauen kann. Aber ja. Müssen wir halt mal sehen, was wir jetzt mit diesen 6 unbestellten Batterien anfangen. War so nicht geplant, weiß nicht, war es ein Fehler von Feuerwerksvitrine, war die Lager nicht mehr lieferbar. Ich habe keine Ahnung, wir haben keine Ahnung. Wir müssen es einfach mal abklären und sagen euch dann später nochmal Bescheid.